Kai, manchmal stellt man ja fest, dass ein Kanalname in einem Team unglücklich gewählt wurde. Und wenn ich den dann in Teams geändert habe, dann war das leider nur eine Änderung in Teams. Und wenn ich in SharePoint nachgeguckt habe, dann hat er dort den alten Namen beibehalten. Das heißt, ich musste den Kanal notgedrungen wirklich komplett neu aufbauen, habe damit alles verloren. Dumme Situation. Markus, diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Microsoft hat nachgebessert. Lass uns das mal zusammen anschauen. Du siehst hier, ich habe einen Kanal, der heißt T2, weil wir da einfach mal was rumprobiert haben. Und wenn ich dann über die drei Punkte da oben auf in SharePoint öffnen gehe, dann erscheint der gleiche Name. Es hilft also nichts, wenn ich hingehe und sage, diesen Kanal bearbeiten und jetzt den Namen ändern würde, weil der sich in SharePoint ja nicht ändert. Markus, ja, das war bis jetzt so, aber seit einigen Tagen oder Wochen ist es so, dass Microsoft eine Funktion eingebaut hat, dass es doch funktioniert. Das heißt, wenn du den Kanal jetzt umbenennst und dann den neuen Namen speicherst, werden diese Änderungen zurückgespeichert. Du gehst wieder auf die Registerkarte Dateien und wirst dort feststellen, dass dort der richtige Name schon dasteht. Wenn du jetzt das Ganze auch nochmal in SharePoint aufmachst, über die drei Punkte, wirst du auch dort feststellen, dass dieser Name jetzt angepasst wurde. Um sicher zu gehen, klickst du nochmal in der Brotkrumen-Navigation auf Dokumente, um alle Kanäle dort zu sehen. Und du siehst, es gibt nur noch Teams-Anpassungen, kein T2 mehr, kein gar nichts.